Willkommen bei Going Medieval, wo wir versuchen, eine riesengroße Burg mit Wassergraben zu bauen, was jetzt ja neu drin ist im Game. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Noch 5 Stunden, dann werden wir attacked. Würde ich mich dann einfach hier oben irgendwie hinstellen. Wir müssen gucken, von wo der kommt. Wir können überlegen, hier noch eine Leiter nach oben irgendwie zu bauen. Ich hoffe, wir kriegen das einfach so hin, ey. Du kannst halt nur Bogen oder Nahkampf machen. Und Helge hat den Nahkampf 0 Punkte. Wir könnten halt überlegen, dass Beam Nahkampf macht und Helge... Das wäre eine Idee. Dass wir Helge erstmal dann den Bogen geben und Beam kriegt die Nahkampfwaffe. So, habt ihr gesehen, das ist ganz kurz rot geworden. Das ist jetzt quasi hier das Tiergehege. Aber hier sind halt... Hier sind keine Hunde dabei. Wildschwein, Wolf, Hase, Rotwild. Das sind die ganzen Tiere, die wir zähmen können in dem Game. Aber Hunde zählen dazu nicht. Ich hau dem jetzt einfach mal Fleisch in die Hütte rein. Mal gucken, ob er jetzt isst oder nicht. So, jetzt ist hier was zu essen. Und er gönnt sich direkt. Okay, er kommt nicht raus. Ey, vielleicht müssen wir dann irgendwie die... Der scheint nicht durch die Tür zu kommen. Standard, verschlossen, unverschlossen. Krass, ich glaube, der wäre jetzt verhungert, hätte ihm nicht das Fleisch reingeworfen. Ja, der isst das Fleisch jetzt auf, sehr gut. Etwas hungrig. Ey, vielleicht gibt es hier irgendwelche Luken oder so. Wisst ihr, also wo die dann raus können. Vielleicht muss man das erforschen. Auf jeden Fall ist er nicht mehr hungrig. Hundi geht's wieder gut. Okay, sehr gut. Weil der wäre bestimmt verhungert ansonsten bald. Und dann hätte ich das Spiel geragequittet. So, aber ich hoffe, Helge steht bald auf, Alter. Suchtrupp trifft gleich ein, wir werden gleich angegriffen. Helge, steh mal auf, bitte. Nee, ich warte mal noch, das kommt bestimmt eine Meldung, wenn die kommen. Jo, verschwundenes Eigentum. Der Unmensch sprach sanft, aber bedrohlich. Helge gehört mir. Übergebt mir meine Sklaven oder ihr werdet alle leiden. War das sanft, aber bedrohlich? Ich habe keine Ahnung. Es war ihm todernst. Okay, die trotzigen Siedler von Beamburg weigerten sich, sich den Forderungen der Angreifer zu beugen. Okay, werden angegriffen. Okay. Es sind halt sogar zwei. Der eine hat einen Langbogen. Ey, die sind viel besser als wir ausgerüstet. Komisch. So, die kommen von hier. Das heißt höchstwahrscheinlich... Wir müssen hier irgendwie nach oben, Alter. Greifen die sofort an. Noch nicht. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie uns noch irgendwas hier bauen, dass wir hier hochkommen. Dass wir einen High Ground haben. Können die hier irgendwie auf den Berg hoch? Ja, hier können die hochrennen. Okay, ja, dann ist lost. Ja, wir müssen uns hier oben irgendwie hinstellen. Okay, ich versuche noch schnell was zu bauen. Jetzt bohren. Das geht nicht, oder? Deswegen können wir machen. Das Stück hier fehlt. Dann wartet mal, wenn ich das hier wegreiße. Können wir stattdessen die Holzwand hier hin machen? Ja. Ja, okay, hier wieder weg. Dann machen wir die Holzwand hier hin. Ist das okay? Das ist okay. So gut, Beam. Das musst du jetzt sehr schnell fertig bauen. Ich weiß gar nicht, ob wir das Holz haben dafür. Wir haben hier schon einen Attack. Kommen die schon? Nee, noch nicht. Okay, die kommen jetzt. Oh Gott, Leute. Ja, die attacken. Wilfried und Otrik. Gut. Ja. Beam fängt an zu bauen. Ich würde jetzt Beam... Also ich würde erstmal, dass Helge aufsteht. Geht das überhaupt? Ja. Okay. Dann ausrüsten. Moment, dann rüstet Beam eine Nahkampfwaffe aus. Ich glaube, wenn ich den Speer ausrüste, kann ich keinen Bogen mehr ausrüsten. So, und Helge, du kommst bitte hier hin. So, der Bogen steht jetzt, ist jetzt da. Dann Helge, du den Bogen ausrüsten. Und Beam, du... Ich will nur testen, ob wir auch das Schild noch ausrüsten können. Bogensetzling. Ich muss mal ein bisschen runterheben. Ausrüsten. Ja, dann lässt er den Speer wieder fallen. Dann machen wir mit Speer. Okay, so, und Helge rüstet den Bogen aus. Ja, also das hier kriegen wir nicht mehr rechtzeitig fertig. Dann würde ich fast sagen... Kommen die denn über das Wasser? Ja, kommen die doch schon noch einfach rüber, ne? Beam, stell dich mal hier hin. Und du gehst... Kannst du schon schießen? Nee, noch nicht, ne? Das ist die Reichweite. Okay. Stell dich mal hier oben hin. Ich würde mich mit Beam tatsächlich erstmal ein Stück zurückziehen. Vielleicht sogar auch hier hochgehen, dass er hier defen kann, falls die hier hochkommen jetzt einfach. Oh, das war knapp. Oh Gott, sind die schnell. Und wir hätten schon schießen können. Okay, Beam, komm hoch. Ist die Tür zu? Ja. Okay, den haben wir einmal erwischt. So, der haut jetzt auf die Schlachtbank. Okay. Okay, wir müssen den Bogenschützen schnell platt machen. Kann ich die Stats von denen einsehen? Wie gut die sind? Nee, sieht nicht so aus. Okay.
Okay, Beam ist ziemlich useless hier. Field. Ich greife den jetzt einfach an. Wir müssen jetzt einfach hoffen, dass wir den klapp bekommen. Verfehlt. Beam wurde getroffen. Sieg! Okay, wir haben es geschafft, Leute. Helge hat die Bogenschützen platt gemacht. Die belagerten Siedler wurden im Winter des Jahres 1353 angegriffen. Es wäre das voll die Riesenschlacht, Alter. Es waren 2 versus 2. Ihre Tortur dauerte 1 Stunde und 46 Minuten. Ja, weil die so lange hergebraucht haben. Helge Wittkomp war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Beam nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Beamburg in der Stunde der Not zu verteidigen. Jo. Jetzt hat er aber gut gehittet, der Beam. Hauen um, dann können wir die Ausrüstung von ihm mitnehmen. So, wir haben jetzt einen Langbogen, der ist aber schwach. Ich würde ihn trotzdem mal einsammeln. Die Winterkleidung auch. Und den Kettenhelm nehmen wir auch mit. So, du gehst aus dem Kampfmodus raus. Wobei, doch, warte mal, du kannst hier den noch platt machen. Beam noch mal hinterher. Jetzt habe ich Angst, dass er das Helge Beam trifft. Alter, der blutet der übelst. Guter Hit. Sehr schön. Hör mal auf zu schießen. So, Wilfried. Beam, hinterher. Und greifen. So, ist Beam verletzt eigentlich? Weil wir haben ja was abbekommen. Nee, alles gut. Dann mal, haust du mal zu. Das System bleibt triggert, der Übelst, Alter. Oh, er bleibt halt jedes Mal stehen. Was ist denn das jetzt hier? Okay, lass ihn... Mann, ich hätte halt gerne die Sachen gehabt, aber das ist doch gerade blöd hier. Beam, jetzt hauen wir mal um, Alter! Was macht denn Helge gerade? Schläft. Ja, was Neues. Ey. Ich soll ihn einfach nur angreifen. Also, das ist ja eine Mechanik. Gegner anvisieren. Platt machen. Befehlt. Wir sind ja nicht gut im Nahkampf. Aber wenigstens kommen wir jetzt ein paar Mal dazu zuzuhauen. Komm schon. Okay, aber beinahe hätten wir es noch geschafft. Da scheint noch ein bisschen rumzubacken. Okay. Hau ab, Mann. Wir haben es probiert. So, okay. Ja, Leute, gut, das Game ist halt nur die Axis, ne? So, Beam geht beten. Finde ich gut. Vielleicht betet er dafür, dass er das Beste, sein Aim besser wird. Und Helge. Nein! Hau ihn weg. Bitte. Wir müssen jetzt hier mal ein klares Zeichen setzen. Nee, das heißt, so. Fehlt. Ist ja nicht so gut für die Genesung, ne? Okay, wir haben ihn erwischt, nice. So, Beam kommt nach Hause. Nach der nicht so erfolgreichen Jagd. Jo, wir müssen den Typen hier begraben, unbedingt. Diverses Druckschild, Grab. Okay. Ja, weiß nicht. Irgendwo, wo es nicht stört, würde ich sagen. Kann nicht platziert werden. Also schön weit weg, auf jeden Fall. Warum nicht gleich verbrennen? Scheiterhaufen. Finde ich gute Idee. Machen wir mal hier den Scheiterhaufen her. Oder machen wir den im Garten? So, dann das Grab. Erstmal verbieten. Mach das später dann. Wir müssen mal hier irgendwie unsere Lagerfläche noch mehr vergrößern, glaube ich. Wie lange hält denn das Holz, wenn das so dumm draußen rumliegt? Das zersetzt sich in einem Jahr und 25 Tagen. Ach nee, das hält ewig. 3 Jahre. Okay, dann ist alles gut. So, ich finde es trotzdem gut, wenn wir das hier noch fertig bauen. Das ist mir oben. Und dann machen wir den Scheiterhaufen. Weil ich würde wahrscheinlich den Scheiterhaufen mal priorisieren. Dass wir den erstmal verbrennen können. So, wie viele Mahlzeiten haben wir? Wir haben 7 rohes Fleisch, 12 Walforelle. Wir haben 1 Fischgericht und 7 mehr Grillfleisch. Okay, sehr gut. So, ich würde es auch schon mal ein bisschen umstellen jetzt hier, das Lagerfeuer. Mahlzeiten 8 von 17. Nee, das ist eigentlich in Ordnung. Machen wir 8 von 16. So, hier ist das Fischgericht. Das hält für immer. Und das Grillfleisch, genau so. Solange es so kalt ist zumindest noch. So, der Scheiterhaufen ist fertig. Helge, du darfst dich da mal drum kümmern. Du hast ihn auch erlegt. Bestattung priorisieren. Transport zum Lagerplatz. Nee, Moment. Produktionsschlange. Körper verbrennen. Für immer, nee. Ich muss das dann, glaube ich, wieder... Ich habe halt Angst, dass unsere Leute verbrannt werden. Deswegen will ich noch gerade bearbeiten.
Ah, ich kann das hier einstellen. So, Leichen eines Feindes für immer verbrennen. Geil. So, das müsste jetzt Helge eigentlich machen. Das zählt bestimmt zu Transport. Helge ist, glaube ich, nur aufgestanden, weil er hungrig ist, hä? Helge, Transport, ich mach mal auf 1. Jetzt schläft er wieder, Alter. Transport zum Lager. Was ist denn, wenn der jetzt zum Lager... Was ist denn jetzt der Lagerplatz? Mal gucken, wo der den jetzt hinbringt. Nee, Helge. Produktion priorisieren. Jetzt. Was machst du jetzt? Körper vorbereiten. Ah, wir müssen noch Holz holen, hä? Gucken. Ah, hier doch. Er hat 10 Zweige einstecken. So. Okay. Okay, ich muss den... Ah. Ich muss den Scheiner auf dem andersrum bauen. Ah, das bringt Wärme. Super. Wobei, nee, das ist voll schlecht. Warte mal, wie war... Hier sind minus 0,6 Grad. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Okay, nee, alles gut. Ich hatte jetzt Angst, Leute, dass unser Essen sich jetzt zersetzt, weil es jetzt zu warm ist wegen dem Scheiterhaufen. Aber ich glaube, es ist noch okay. Die haben hier immer noch, Gott sei Dank, Minusgrade. Also hier so in dem Bereich. Okay, alles gut. Aber so ein bisschen Schnee ist geschmolzen auf jeden Fall. So, hier und den Bogen müssen wir noch einsammeln. Aber der Bogen ist halt schlecht, ne? 3,7 SPS macht der. Der ist ja trotzdem besser. Präzision 100%, Reichweite 18 Meter. Ja, der Kriegsbogen ist deutlich besser. Dann würde ich Beam den geben. So, und das hier bitte. Transport zum Lagerplatz. Und hier haben wir noch eine Winterkleidung schwach. Und hier haben wir noch einen Kettenhelm schwach. Aber besser als gar kein Helm, würde ich sagen. Transport zum Lagerplatz priorisieren. Und das hier auch noch. Bringt zwar nichts hier, wenn es hier ist. Zersetzt sich, aber das hält trotzdem ewig. Alles gut. Das zersetzt sich in 23 Tagen. Das ist Leder. Das sollten wir hier lagern. Ich würde die Lagerzone gerne erweitern. So. Helge, steh mal kurz auf, bitte. Ich kann das Leder nicht andrücken. Nein, der war mein Schlaf weiter. Okay, ich mach das selber, okay. Das soll denn eine Lehre sein, uns einfach anzugreifen. Die spinnen wohl. Aber ich meine, hey, die haben uns einen zweiten Bogen vorbeigebracht. Ist eigentlich voll gut. Und wir haben das Gott sei Dank, dank Helge, geschafft. So, ey. Und wir sollten hier mal noch einen Holzboden hinmachen. Da würde das noch länger halten, alles. Oder wir machen einen Weidenboden. Das kostet nur ein paar Zweige. Wobei, nee, wir machen Holzboden, weil ich werde hier früher oder später ziemlich safe das Haus ausbauen in der Richtung. Also... Verwaltung, Beam, alle Waffen, Helge, Fernkampfwaffe, Kopfbedeckung, Kleidung, Rüstung, alle Rüstung, Nahrung verwalten, Kannibale, Mal, Ruhe, keine Nahrung, Mal, Helge genauso. Also zumindest priorisieren, was ist das? Wie können wir das priorisieren? Aber ich denke mal, dass die jetzt schon normale Mahlzeiten bevorzugen, oder? Ja, ich mache erstmal mal Stimulantien. Nehmt mal keine Stimulantien erstmal. Also das Drogen, ne? So, hier sind Wölfe. So, der Winter müsste... Nee, ein bisschen läuft er noch. Aber ewig sollte der Winter nicht mehr gehen eigentlich. Noch anderthalb Tage ungefähr. Ich würde mal hier das so machen... Oh Mann, das sieht so wild aus, die Berg. Ich würde mal hier... das mal drehen. Das bringt nichts. Ach cool, wir können ja auch den Rahmen ändern. Witzig. Ich frage mich, wann Helge endlich fit ist. Muss man mal gucken, ob wir das irgendwo sehen. Muss ich auch noch eine Ecke draus machen. Hey, das sieht aber schick aus, wenn man das so macht. Sehen das meine Augen richtig? Helge bewegt sich, ohne dass ich irgendeinen Befehl gebe. Helge scheint es gut zu gehen. Oh, das sieht so cool aus. Wir haben jetzt gerade... wir haben 9 Grad. Der Schnee schmilzt. Das ist gut, aber auch schlecht.
Oh, guck mal. Das wird jetzt gleich hier viel freundlicher. Und irgendwann müsste es jetzt auch grün werden. Also wir haben noch Winter, aber bald geht der Frühling los. Also ich glaube, den Winter haben wir überstanden. So, Moment, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, ich würde mal hier vielleicht noch eine Ecke draus, weil es cooler aussieht. Hier überlege ich mir dann später, wenn ich das dann noch weiter baue. So, okay, alles schön am Transportieren, das ist schon mal schön. Das Grab hier, da habe ich erstmal unterbrochen, das machen die nicht weiter. Den Baum, den können wir mal fällen. Hier kriegen wir auch nochmal 50 Holz. 45, das nehmen wir auch mit, darf man erstmal einen kleinen Vorrat an Holz bekommen. So, wenigstens so 300 mal da haben oder so. 45 ist auch noch okay. Auch noch okay. So, wir müssen jetzt so schnell wie möglich, also forschen und gleichzeitig Landwirtschaft beginnen und einen Keller bauen. Wir müssen ganz schnell einen Keller bauen, damit wir unsere Lebensmittel kühlen können. Na, wir müssen mal ein Loch buddeln. Und das Loch buddeln, das können wir hier dann einfach irgendwo machen, würde ich sagen. Also wir könnten theoretisch, schon mal eben, wir sind im Bergbau. Ich habe 10, nee, Helge hat 10. Ich habe 15. Okay, das muss ich machen am besten. Ne? Können wir schon eine Treppe bauen? Nee, ne? Doch, Treppe geht auch schon. Vergammelt das jetzt schon? Ja, zersetze ich in 8 Tagen. Okay, wir müssen mit dem Keller beginnen, Leute. Bergbau. Ja, ich mache einfach den Keller hier, den Eingang. Hier ist die Tür. Dann würde ich sagen, wir setzen mal hier an. Den Scheiterhaufen wollten wir auch nochmal umdrehen, der ist falsch rum. Vielleicht sollten wir den noch draußen bauen. Ich glaube, ich baue den draußen. Irgendwo hin. Machen wir mal hier hin. Oh Mann, das geht jetzt schnell hier. 10 Grad gerade. Können wir den Hundi jetzt trainieren, weil Helge mehr Tierskill hat? Oder reicht das noch nicht aus? Schlachten freilassen. Nee, wir können den immer noch nicht trainieren. Ich glaube, wir brauchen da einen höheren Wert. Also, weil Helge hat bei Tiere 10. Beam 9. Wir brauchen bestimmt 12 oder 13 oder so, glaube ich. Dann würde ich jetzt mal sagen, dass ich jetzt Forschung weiter treibe. Forschen und dann Bergbau. Ich mache mal eben noch ein 15. Buch fertig, damit wir schon mal diese Holzbalken freischalten, oder? Tätigkeiten. Ich mache mal Transport bei mir auf 3. Forschen auf 2. Nee, ich mache Forschen auf 3. Mal gucken, was ich jetzt als nächstes mache. So, ein Helge kann theoretisch jetzt jagen gehen. Dann sollte ich ihm aber den Kriegsbogen geben. Das wäre, glaube ich, schlau. Drop den mal. Tauscht mal. So. Okay, und jetzt würde ich Übersicht. Ja, irgendwas, was in der Nähe ist. Hier ist Rot wieder. Das ist übelst weit weg. Und nochmal zur Erinnerung, Leute, hier will ich die Burg bauen. Hier soll die Burg hin. Also irgendwie hier die Burg. Also das hier würde ich vielleicht abtragen. Dann hier die Burg. Hier eine Brücke rüber und ein Wassergraben ringsrum. Wenn wir so weit kommen. Das ist zumindest die Idee. So, Beam fängt an zu buddeln. Irgendwas wollte ich auch gerade machen. Das habe ich jetzt hier verpeilt. Ach ja, ich wollte mit Helge jagen gehen. Ne? Das müsste eigentlich passen. Ich muss jetzt nur Ziele definieren. Und dann sollte ich aber irgendwas nehmen, was nicht so weit weg ist. Gucken, ob hier irgendwo Tiere rumrennen. Hier sind Wölfe. Da habe ich ein bisschen Angst, um ehrlich zu sein. Wölfe würde ich nicht attacken. Wir könnten den Fuchs versuchen. Aber der ist halt hier oben. Ist auch nicht so optimales. Oder Helge geht jagen. Angeln. Ich will mal angeln hier aus. Mal gucken, ob Helge sich dann drum kümmert. Nee, wie macht das? Ob da irgendwas im Weg sein könnte. Ich gehe davon aus, weil es ist halt alles voll. Also hier ist frei. Aber der kommt hier. Ja, okay. Der kommt hier, ist quasi zugebaut für den Hund. Dann machen wir. Es wird doch sowieso jetzt wärmer, oder? Ich mach mal hier die Fläche, den Lagerplatz mach mal weg. Dann würde ich da die Feuerstelle hin platzieren. Verlagern. Dann hier die Feuerstelle hin. Und dann müsste der Hund hier über dich hier rauskommen. So. Ich buddel gerade Kellerloch. Wie groß ist denn die Treppe? 3x1. Könnten auch eine Holzleiter machen. Aber Treppe geht halt bedeutend schneller dann später. Ne? Dann mache ich gleich Treppe. So, theoretisch, wenn wir das jetzt hier rüberbringen, müsste der Hund eigentlich rauskommen. Hoffe ich. Wobei, hier sind auch noch Sachen im Weg. Weiß nicht, ob er da noch langkommen dann? Hund, meint ihr nicht, dass er an der Lagerfläche vorbeikommt? Unverschlossen. Und die Tür auch unverschlossen. Da muss ich Beam oder so drum kümmern eben. So, jetzt ist offen. Jetzt muss er aber auch rausgehen. Er ist da drin dann bestimmt bald kalt, kann ich mir vorstellen. Wobei, warte mal. Die Tür geht ja trotzdem zu.
Okay, also wenn er will, kann er jetzt rausgehen, theoretisch. Der Hund ist schon fertig trainiert? Domestiziert. Wobei, kämpfen weiß ich nicht. Er kann schon Sachen transportieren, Leute. Der ist schon trainiert, deswegen ist der Button die ganze Zeit nicht da. Nee, ich will nicht, dass er für uns kämpft. Ich habe Angst, dass er stirbt. Aber Hundi kann Sachen transportieren. Okay, Hundi, Moment, wir geben dir mal irgendeinen Auftrag. Oh, es ist so liederlich hier. Wie lange hält das Holz? 3 Jahre, okay. Alles entfernen? Oh, ich hätte die ganze Zeit, hätte er mir helfen können. Bücher abfällt, Futter, Material. Dazu zählt ja Holz und so, ne? Aber bitte keine Textilien, das wird schnell schlecht. Nur Holz und so ein Stuff. Priorität sehr hoch. So, theoretisch müsste der Hund dann jetzt eigentlich, wenn hier irgendwo Holz ist, das dann einsammeln. Ich schau mal eben, ob wir noch ein paar hier, den Baum können wir noch fällen. Wir müssen unbedingt Bäume pflanzen. Hier haben wir einen Wald, Alter. Der ist weg. So, Hundi schläft gerade. So, ich buddel weiter Keller. Und es wird aber gerade wieder kälter, okay. So, aber wir haben auch keine Meldung, also uns geht's gut, ne? Wir haben 7, 12 Mahlzeiten insgesamt. 200 Holz, 300 Zweige, Futter. Das ist Heu einfach nur, ne? Ja, da zählt einfach nur Heu dazu. Okay. So, und wir schauen. Okay, läuft gerade richtig gut, Leute. So, was? Faustschild wurde auf dem Lagerplatz zu Kompost. Ah. Ja, hier, das schneit da drauf. Drum, der Speer geht auch bald kaputt. Wir müssen jetzt die Holzbalken erforschen, damit ich dazu bauen kann. Tätigkeiten, Beam, Forschung. Machen wir auf 2 Priorität. Erstmal. Dann sollte er sich morgen drum kümmern, dass wir noch das letzte Buch herstellen. Dann haben wir 15 Bücher und dann können wir endlich die Holzbalken lernen. Dann können wir hier eine Holzbalken hin platzieren und dann können wir hier eine Ceiling-Decke ordentlich platzieren. Ich finde das so cool mit dem Rahmen hier, dass man das so schön machen kann. Das gefällt mir ja sowas. Also hier theoretisch können wir das ja dann auch machen. So hier machen, ordentlich drehen. Und das bleibt ja nicht so. Ne? Ich habe das jetzt ja nur notdürftig gebaut erstmal. Ich mag unsere Hütte, auch wenn sie aktuell eigentlich hässlich ist, aber ich mag sie trotzdem. So, Hundi ist aufgewacht. Hundi ist untätig. Ich reiße mal die Wand weg. Würde er dann hier langkommen, wenn die Wand weg ist? Schauen wir mal. Jetzt müssen wir die Bücher am Weg, hä? Oh! Oho! Schau mal! Oh, wie er sich freut! Okay, er kann Sachen transportieren. Guck mal, wie glücklich er ist. Er war jetzt auch den ganzen Winter in der Hütte drin. So, Guti, ich baue wieder zu. warte mal, das ist eigentlich eine schöne... Hier können wir ein schönes Fenster reinbauen. Ich reiß das hier... Wobei, nö, ich mache hier Querbalken einfach. Nicht wieder reingehen jetzt. Aber da kommt er durch, ne? Okay, alles klar. So, erstmal was essen, ist in Ordnung. Oh, schön. Das freut mich ja richtig. Hundi ist richtig glücklich und transportiert deswegen ganz viele Sachen. Ich verfolge ihn eben. Untätig. Hey! Also, gibt gerade nichts zum Transportieren, ne? Wir müssen unbedingt mal die ganze Lagerfläche dann hier irgendwie aufräumen oder so. So, was ist Beam? Wo bist du? Beam schreibt. Okay, wir haben 16 Bücher, Leute. Dann Forschung. Architektur, Freischalen, Holzbalken. So, jetzt haben wir endlich... Die Holzbalken hat ja nur den ganzen Winter gedauert. Ja, natürlich können wir so machen. Machen wir hier einen Holzbalken hin und so. Und für die Optik machen wir auch noch einen hin. So, und dann können wir endlich Holzboden hier platzieren. Schön. Dann haben wir hier endlich erstmal ein Dach. Und irgendwann hauen wir da natürlich noch eine Etage drauf. So, auch hier, damit das jetzt hier mal irgendwie ein bisschen Form bekommt. Das kann man sich ja nicht angucken. Hier machen wir auch noch eine Holzwand hin. Moment, das geht von hier bis hier hin. Dann machen wir hier noch eine Holzwand. Ich glaube fast, ich baue hier noch eine Wand. Oder wir machen die hier hin. So, ja, nee, ich glaube, ich mache die erstmal hier so. Und Holzbalken. Der Stützbalken muss zwischen 2 Wänden oder Terrain-Elementen platziert werden. Sehr cool. So, und jetzt können wir nämlich hier Holzboden überall machen. Wuff. Dann machen wir gleich ordentlich. Das ist eine Ecke. Also ja, wir bauen irgendwann die Burg. Aber wir fangen die Burg erst an, wenn wir Steine haben. Ich fange nicht wieder eine Holzburg an. Weil man kann in dem Spiel nämlich keine Strukturen ersetzen. Also du kannst nicht jetzt hier irgendwie einen Button drücken, dass dann Stein draus wird oder so. Das geht noch nicht. Und deswegen will ich die Burg erst anfangen, wenn wir genügend Steine haben. Idealerweise vielleicht sogar bearbeitete Steine. Und wie gesagt, die Burg will ich eigentlich dann hier irgendwo hinbauen, dann mal schauen.
Hier wird er in der übelste Wald gepflanzt. Ist wahrscheinlich. Weil ich das cool fände eigentlich, wenn hier die Burg ist und dann ist hier unten voll der krasse, dunkle Wald so. Dann können wir von der Burg aus hier oben dann immer direkt die Tiere runterschießen. Also erjagen. So, hier können wir jetzt theoretisch eine Treppe runterbauen. Okay, wir haben gerade viele Sachen, die ich auf einmal machen will, ne? Aber ja. Jetzt brauchen wir. Genau, mehr Bäume. Wir nehmen jetzt alle Bäume mit, die mindestens 50 Holz bringen. Der Hund kann ja transportieren. 45, 50, wobei, da kommen die vielleicht nicht runter. Wir probieren es einfach mal. Wir haben ja ein paar Setzlinge da, oder? Samen. Kräutersamen, Flachsamen, Birken 12. Ich würde die mal pflanzen. Ah, die können wir noch nicht. Wir müssen Landwirtschaft, glaube ich, noch freischalten. Ich lasse Beam jetzt eben noch alles hier fertig bauen. Und im Anschluss machen wir Forschung weiter. Und dann schalten wir erstmal Landwirtschaft frei. So, ist die Treppe schon fertig? Treppe ist schon fertig. Ja, natürlich müssen wir dann hier gleich weiter buddeln, aber das machen wir dann später. Ah, oh, ist schon wieder 9 Grad draußen, ey, krass. Ja, am besten, ich mache hier erstmal doch mit Leiter jetzt nach unten. Dass wir erstmal nach unten kommen, ein bisschen wenigstens. Rein theoretisch können wir doch hier dann sogar Holzboden hinmachen, oder? Also ich muss hier Holzbalken würde gehen. Und dann hier einen Holzboden. Ich mache mal. Mir geht es ja nur darum, dass wir nicht voll die riesengroße offene Öffnung hier haben. Ein horizontaler Holzgitterboden ermöglicht die Belüftung, Entwässerung und den Blick zwischen den Ebenen. Naja, dann nehmen wir den weiten Gitterboden. Hä? Können die da trotzdem drauf laufen? Ja, klar, ist ein Boden. Ja, schauen wir mal. Vielleicht tausche ich das noch raus. Ansonsten sieht das gar nicht so unsolide aus für den Anfang. Das ist jetzt ein bisschen lost, das ist jetzt hier so. Aber das machen wir dann später, wenn ich dann ein bisschen besser weiß, wie ich das hier gestalten will. Und wow, ich bin sogar mal am Bücher schreiben. Okay, wir haben alles fertig gebaut. Jo, wir konzentrieren uns jetzt auch erstmal darauf. Wir müssen jetzt erstmal Landwirtschaft freischalten, damit wir hier schön schnell bald neue Bäume pflanzen können, die nicht so weit weg sind. Und damit wir im Feld anfangen können. Wir müssen unbedingt jetzt sofort im Frühling im Feld starten. Und dann müssen wir uns um den Keller kümmern. Und dann müssen wir so schnell wie möglich auf Produktion von Ausrüstung gehen und so. Oh, ich habe ein bisschen Schiss vor den Wölfen. Ich weiß nicht, ob die uns irgendwann attacken. Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall hungrig. Ich glaube schon, dass die uns attacken würden. Wenn die hungrig sind, bestimmt. Das ist bestimmt möglich. Aber eigentlich ist es lost, dass Helge jetzt das Holz holt. Das kann ja eigentlich Hundi machen, oder? Weil Hundi kann nicht alles transportieren. Also, er kann ja keine Sachen reintransportieren. Aber eigentlich könnte doch Hundi das alles holen. Ich würde das mal probieren eben. Ich mache mal Tätigkeit. Helge, Transport machen wir mal auf 2. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich auch mal ein bisschen durchballern beim Bäume fällen. Und nicht jedes Mal hin und her laufen. Und theoretisch müsste jetzt Hundi einfach kommen und das Holz holen. Ja, wunderbar. Dann soll sich Helge jetzt wirklich erstmal um Holz kümmern. Dann haben wir erstmal einen Vorrat. Wir müssen nur noch gucken wegen Lagerung. Aber Holz lagern ist, glaube ich, nicht so schwer. Sollten hier vielleicht noch mal ein paar Fackeln platzieren. Auch für die Optik. Moment. Die Zeit nehme ich mir. Fackelholz. Können wir da bestimmt easy umplatzieren. Wir machen erstmal hier, hier. Theoretisch müsste Beam da gleich Fackeln hin platzieren. Dann haben wir dann eine schön beleuchtete Base. Wie viele Bücher haben wir denn jetzt? 24, Alter, was geht? Wir brauchen für Landwirtschaft. Ach ja, stimmt. Die Bücher, die wir jetzt für Architektur ausgegeben haben, die haben wir ja noch. Deswegen haben wir 24. Wir brauchen quasi jetzt 25. Das ist nämlich das Fiese. Wenn wir geratet wären und unsere Bücher wären geklaut, dann verlieren wir auch unseren Forschungsfortschritt. Weil das steht ja quasi in den Büchern drin. Und die Bücher verschwinden nicht, nur weil man die investiert. Das ist an sich ziemlich cool gemacht eigentlich, ne? Wenn man so drüber nachdenkt. So, Beam muss jetzt eigentlich die Fackeln bauen. Mal gucken, wie es dann aussieht. Helge kommt auch. Er geht wahrscheinlich jetzt schlafen. Ja, okay, jetzt erstmal Schlafenszeit. Wenn die Fackeln dann das nächste fertig gebaut. So, und theoretisch müsste jetzt eigentlich der Frühling losgehen, würde ich denken. Ne, oben steht, das Jahr ist in 4 Jahreszeiten unterteilt, die jeweils 12 Tage dauern. So, wir haben. Wobei, kann sein, dass wir Tag 12 noch abschließen müssen. Hier ist ein Hasenkadaver. Okay, gleich nicht mehr. Wahrscheinlich haben die Wölfe den gerade erlegt.
Oh, ich überlege gerade, ob wir die attacken, Alter. Kann ich irgendwie nachgucken, wie viele Trefferpunkte die haben? 40. Also die werden halt definitiv angreifen, wenn die angreifen. Logischerweise. Ich will nur gerade sehen zum Vergleich, so ein Rotwild hat auch 40 Trefferpunkte. Wir können uns einfach hier oben hinstellen, oder? Probieren. Und wir müssen aufpassen, nicht, dass sie den Hund angreifen. Das kann halt passieren, dass sie den Hund angreifen. Wie viele Trefferpunkte hast denn du? 35. Ein bisschen weniger als ein Wolf. Okay, macht Sinn. Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass der Hund nicht hier draußen rumrennt? Weil hier kann ich ja nur... Also Hund nicht auswählen, leider. Übersicht. Freilassen. Sie werden zu wilden Tieren. Nee. Schlachten. Trainieren. Zugeordnet. Ah, wir können einen Besitzer geben, mehr zu beamen. Hundi ist übrigens ein Jahr alt und 38 Tage. Ich würde es riskieren. Oh Mann, aber der darf nicht sterben, der Hund, Alter. Ich müsste irgendwie dafür sorgen können, dass der nicht hier draußen rumrennt. Das müsste irgendwie gehen. Ich weiß gar nicht, ist die Reichweite gut genug? Kommst du soweit? Ja, komm soweit. Okay, Hundi ist gerade ein bisschen weiter weg. Wir probieren es jetzt. Angreifen ist G. Und jetzt draufdrücken einfach, okay. Ich weiß jetzt, warum Beam vorhin nicht mit dem Speer. Wisst ihr noch, wo wir da hinterhergelaufen sind mit dem Speer und nicht attackt haben? Man muss G drücken zum Angreifen. So, okay, Attacke. Könnten mit Beam noch mithelfen, ne? Ja, ich schau's mal. Ja, nee, ich. Beam, geh mal hoch. Oh, die rennen weg. Ja, nee, Beam, geh hier hin. Wir müssen die jetzt platt machen. So, stell das mal hier hin. Lass mal sammeln. Jetzt vor. Das sind ja 3 Stück, das ist jetzt schon krass. Moment, also. Aktion abbrechen, angreifen. Muss ich jetzt noch draufdrücken? So, jetzt. Linke Maustaste muss ich dann drücken, okay. Oh, das kann man sich ja nicht angucken, Alter. Okay, jetzt laufen sie auch hinterher. Ey, Helge und Beam, ne? Ihr seid ein Traumduo. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, dann geht auf den. Der ist näher dran. Aber ich meine, wir trainieren währenddessen. Wir werden theoretisch besser mit dem Bogen. Hit? Er hat jetzt halbes Leben verloren. Okay. Wir haben einen. So, Moment. Können wir schon mal. Kann den jetzt Hundi transportieren eigentlich? Wenn wir den freigeben? Ich glaube, er kann nur Ressourcen transportieren. Kein Fleisch, ne? Hier ist noch ein Wolf. Greift er jetzt an? Wirkt so. Nee, wirkt doch nicht. Ist gut. Falscher Alarm. Er greift an. Hit. Gut, ist glaube ich schon langsamer, weil wir ihn gehittet haben, oder? Er ist etwas hungrig. Durchbohrte Brust, geprelltes Bein, durchgebohrter Armmuskel. Nee. Einfach kiten, dann kann... Theoretisch... Wäre cool, wenn Helge mal treffen würde. Oh Mann, ey. Helge. Ja, so wie wir schneller geworden. Okay, Hit. Easy. So, den haben wir auch. So gut, passt erstmal. Wir haben es geschafft. 2 immerhin. Mit Hundi habe ich mich nicht getraut anzugreifen. Ich will nicht, dass Hundi was passiert. Hundi ist super nützlich. Hundi ist fast so hilfreich wie Helge. So Leute, denkt bitte an den Daumen, denkt an Feedback, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde mich sehr, 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 sehr dolle freuen, wenn wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Ne? Ach ja, Abo und so, ne? Könnt ihr auch da lassen, wenn ihr wollt und wenn ihr nicht habt und so, auf dem Zweitkanal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.